Eieiei. Okay, aha, okay, also Bemalungen und Dekorationen haben jetzt auch noch Einfluss auf das Flugzeug. Vorher war es nur so, dass eben die Bemalung Einfluss hatte auf die Entfernung, aus der man gesehen wurde. Ja. Aber das ist jetzt ein bisschen, scheint jetzt ein bisschen was dazugekommen zu sein. Schauen wir doch mal rein in den Paint Shop. Na, ich habe hier. Ah ja, okay. Also, bisher war die Farbgestaltung, mal abgesehen von der Tarnung. Ne, ich habe jetzt hier die Wintertarnung drauf. Die hatte bisher nur den Effekt, dass man auf einer Wintermap schlechter gesehen wurde. Auf einer Sommermap spielte die überhaupt keine Rolle. Na, und jetzt ist es aber so, dass ja, dieser schwerer Sichtbar-Effekt da ist, dass man schlechter von Flugabwehrgeschützen getroffen wird und von Heckschützen schlechter getroffen wird. Oh, was die. Ah ja, Nose Paint bringt mir mehr Crew-Erfahrung, sehr schön. Und das Emblem, was ich drauf habe, auch nochmal mehr Crew-Erfahrung. Weil, ja, es ist ja ein Premium-Flugzeug, ne? Das kann ich nicht weiter erforschen. Da gibt es keine Upgrades, die sind alle schon fest drin. Ja, deswegen das Wichtigste ist halt, damit XP zu gewinnen für die Piloten. Ja, das ist hier auch so eingestellt, dass alle XP, die das Flugzeug macht, dass die dem Piloten zugute kommt. Ja. Soweit, so gut. Schauen wir mal, wie es in Tier 4 aussieht nochmal. Diesmal mit einem Mehrzweckjäger. Ein russischer. Ne? Klein, bullig gebaut und der hat halt zwei Bomben unter den Tragflächen. Mit dem kann ich also besser Bodenziele angreifen. Auch ein Premium-Flugzeug. Auch eins, was ich über einen Promocode bekommen habe. Ja, da macht Wargaming immer mal wieder Aktionen dann zusammen mit anderen, wo man halt auch als bestehender Spieler an Premium-Flugzeuge rankommt. Umsonst, ne, häufig ist es ja so, dass nur für neue Spieler Promocodes herausgegeben werden, wo man dann gleich vom Start weg her ein Premium-Flugzeug kriegt und so. Aber es gibt immer wieder auch Aktionen, wo halt man halt auch als bestehender Spieler dann Premium-Flugzeug bekommt und die man dann halt einlösen kann. So, wir haben wieder eine symmetrische Map. Ne? Jeder hat eine Garnison in seiner Nähe und dann gibt es ein Command Center. Das ist wichtig, weil es in der Lage ist, Raketen abzufeuern auf eine gegnerische Basis und die You are approaching the front line. Off we go. im Ernstfall, wenn das lange genug läuft, dann auch übernimmt. Ja. So, ich sag wieder an, wohin ich gehe. Und ich sehe aber gleich mal zu, dass ich mich in Bodennähe begebe und hier Gas gebe, damit ich die Flak hier ausschalte. Ja, und dadurch also meine Kollegen unterstütze. Machen wir die nächste. Machen wir mal Schießgewehren. Fertig. Und da hinten ist noch keine. So, jetzt sollten die Kollegen hier leichter haben. So, und jawohl, haben wir also diese Basis schon genommen. Okay. Auf der Minimap sehe ich,
dass hier schon welche von uns an der Militärbasis sind. Und die versuchen zu kriegen. Sehr schön, die werden wir mal versuchen zu unterstützen. Eine andere Gruppe macht sich halt auf, um die andere Garnison anzugreifen und den Gegner abzujagen. Na, schauen wir mal, ob das was bringt, sich so zu teilen. So. Meine Bomben sind auch bald wieder da. Das ist auch gut. Deswegen bleibe ich mal hier unten. Denn so eine Militärbasis ist natürlich stärker verteidigt. Ja, da bin ich noch zu weit weg. Ist natürlich stärker verteidigt als... wieder da, deswegen weg mit dem Teil. Und weg mit dem Teil. So. Gehen wir jetzt bitte auch auf meine Kollegen zu schieben. So. Und es gibt Bodenziele, wie halt diese Hütten zum Beispiel, die kann man durchaus mit FPs angreifen, aber andere Sachen, wie hier diese Bunker oder Häuser, ja, da ist das halt nicht sinnvoll, da bräuchte man dann andere Flieger, die halt mit Kanonen ausgestattet sind, wenn man da was ausrichtet. So, ich versuche den hier zu kriegen, mich schneller zu drehen als er, aber das läuft nicht. Gut, müssen wir andersrum. Eieieiei. Ich bin hier so ziemlich alleine, wie es aussieht. Ja, da haben sie mich dann auch erwischt. Gut. Ja, passiert. Kommt vor. Das Blöde ist, der Gegner hat jetzt zwei Basen, unter anderem eben halt auch die Militärbasis unter Kontrolle. Ja, und wir sind ja, weniger Spieler, weniger Flieger im Spiel unterlegen. Das sieht also erstmal nicht gut aus. So. Die Bomber ranzumachen hat keinen Sinn. Und ja, jetzt in den Kampf um die Militärbasis einzugreifen. Gut, da sind natürlich ein paar Kolleginnen unterwegs. Aber ich glaube, ich bin ganz sinnvoll, wenn ich hier wieder versuche, unsere Basis so weit zu verteidigen. Ja, also die, die wir hier in der Nähe haben. Nicht, dass wir die auch noch verlieren. So, dann haben wir den ersten Gegner. Da ist noch einer. Flugzeug. Der kann eine Menge Kugeln schlucken. Wieder aufpassen, ne, dass ich nicht durch eine Bombe von ihm erledigt werde. Nicht gegen den Mast fliegen. Jetzt kommt dem Flugzeug schlecht. So, dann holen wir den Boden runter. So, dann können sich nämlich auch die Verteidigungsflugzeuge hier dann um andere Aufgaben kümmern. Dann kommt das nächste Angriffsflugzeug. Ah, das ist auf den Nachtmaps ist das halt so schwer zu erkennen, wo die gerade sind und wo die gerade hinfliegen. Ja, da verpeile ich mich dann manchmal. Und ja, ich muss sagen, das sieht jetzt nicht gut aus für uns. So. Hier an der Militärbasis, na, kommen wir nicht voran. Unsere eigene wird angegriffen und die Garnison des Gegners, na, da können wir uns gar nicht drum kümmern. Und hier fliegen halt eben die Bomber ein. Ich fürchte mal, das wird nichts werden. No? Man kann halt nicht immer gewinnen. Jawohl, der kommt uns doch gerade entgegen. Ja, jetzt hat der Gegner alle drei Basen. Toll. So. Das bringt ihn natürlich punktemäßig
vorne. Und er muss jetzt das Spiel im Prinzip nur über die Zeit bringen. Und dann hat er das gewonnen. Von daher. Ach du Scheiße, das ist selbst. Ich habe auch noch jemanden an der Hacke. Toll. Ich glaube, das war's. So, denn der Gegner hat alle drei Basen, macht jede Sekunde 4 Punkte. Und ich glaube, wenn 500 Punkte erreicht sind, hier bei dieser Map, dann ist die Sache erledigt. Also ich werde wahrscheinlich gar nicht mehr dazu kommen, nochmal in das Match einzusteigen. Und ja, wir sehen es. Ne? Beim Gegner sind noch alle Spieler im Spiel, bei uns ist die Hälfte draußen. Von daher, das wird wohl nichts. Okay, nicht 500, sondern 600 dann wahrscheinlich. Ja, aber es geht hier wirklich ruckzuck. Nur noch ein paar Sekunden, dann hat er es. Und hurra, ich komme nochmal ins Spiel. Schauen wir mal, was hier noch so in der Nähe ist, ob wir irgendwie irgendwo was machen können. Nee, das war's auch. Ja. Ja. Aber immerhin drittbester in meinem Team, obwohl ich mit meiner Leistung gar nicht so zufrieden bin, so, muss ich mal ehrlich sagen. Aber war halt nicht besser zu machen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ne, mit 5, 6 Frames pro Seconds, da kannst du halt nur sehr schlecht treffen. Zielen kannst du wunderbar, aber treffen ist dann eine ganz andere Sache. Ja. Und da ich fürchte, das heißt, wir können mal eins noch machen. Wir gehen mal auf Stufe 6. Denn da habe ich einen ganz anderen Flugzeugtyp, nämlich einen Bomber. Ja, die spielen sich nochmal ganz anders als alle anderen Flugzeuge. Und mal sehen, wie es da aussieht. Ne? Bomber ist auch eher ruhig, ne? Du fliegst halt in großer Höhe über die Landschaft und schmeißt dann irgendwo deine Bomben hin und da hoffe ich, dass das mit der Framerate dann auch besser läuft. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ansonsten, wenn auch da die Framerate so niedrig ist, dann würde ich danach halt den Stream denke ich mal beenden, denn das macht dann keinen Sinn. Wenn die Framerate hier so niedrig ist, dass ich das Spiel kaum spielen kann. So, was haben wir hier? Erstflip, Fabrik. Ja, schauen wir mal, was wir uns da als erstes vorknöpfen. Ja, Stufe 6 ist der höchste deutsche Bomber. Auf Stufe 7 gibt es keinen. Ja, von daher bin ich auch dabei, den zum Spezialisten-Konfiguration zu spielen. Ja, da muss man halt jede Menge rote Ziele noch angreifen. Okay, wir gehen alle erstmal auf die Fabrik los. Dann wollen wir sie da unterstützen. Ja, und ihr seht, ich starte hier schon in über 2000 Meter Höhe. Schauen wir mal durch das Bombenvisier nach unten, dass wir unseren Anflug planen, dass ich halt über möglichst viele Punkte in einer geraden Linie möglichst rüberfliege, um da meine Bomben abzuschmeißen. So. So. Das sollte sein. Jetzt können wir heranzoomen. Okay, die Flak ist ausgeräumt. Da schmeißen wir mal einen Satz hin. Einen Satz. Eins, zwei. Dann haben wir in der Mitte. Hier kriegt den Rest. Schwupp. Alles leer. Und dann machen wir uns mal ein bisschen vom Acker.
warten, bis die Bomben wieder da sind. So. Der Gegner kümmert sich um den Flugplatz. Da können wir vielleicht auch mal vorbeischauen. Aber erstmal ist mir, glaube ich, wichtig. Okay, wir haben jetzt jeder einen der Flugplätze erobert. Sehr schön. Wir liegen also zumindest nicht hinten. So. So, ich bin am Spielfeldrand quasi angekommen und werde jetzt hier ganz sanft zurückgelenkt ins Spiel. So. Bomben sind auch gleich wieder so weit. Das heißt, wir können uns dann schon mal in der Linie suchen, über die wir da reinfliegen. Jetzt hier mal zwei. Hier mal zwei. Okay, da ist mein Turm-MG losgegangen. Da haben wir tatsächlich einen schweren Jäger, der sich, ja, an mich rangelt und mich halt schnell runtergeschossen hat. Das ist aber auch genau das, was schwere Jäger machen sollen. Ja, beziehungsweise das war hier ein Multi, also Mehrzweckjäger. Der hat seinen Job gemacht. Punkt. Kann man nicht anders sagen. So, so, ich steige jetzt hier am Flughafen ein. Und dann ja, sehen wir mal zu, was wir mit der gegnerischen Fabrik anfangen können. Ne? Aber habe ich ja noch. Gehen wir erstmal zu, dass wir Höhe gewinnen. Und dann, dass wir möglichst schnell da sind. Aber ihr seht die Framerate hier deutlich besser und es stört halt nicht, dass die Framerate so gering ist. So. So, haben wir da mal ein Auge nach unten. Und dann schauen wir mal. Ein hier auf den Block. Ein. Zwei. Und da in die Mitte. So. Und dann machen wir uns wieder auf den Staub. Sehen zu, dass wir noch mehr Höhe gewinnen. Während die Bomben nachladen. Okay, es geht von den Basen her immer noch ausgeglichen. Das gefällt mir ganz gut. So, mal sonst. Oh, wir sind momentan sogar numerisch überlegen. So. So. Machen wir die Kehre. Wer fliegt da noch rum? Okay, das ist ein schwerer Jäger, der da unterwegs ist. Und der hat es wahrscheinlich auf mich abgesehen. Das heißt, wir werden mal noch höher steigen. Jetzt ziehen wir den Fuß raus. Jetzt ist er ran. Da ist er. Und schmeißen wir jetzt einfach so auf gerade wohl ab. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die bringen, aber was ich da treffe. An anderen Stellen blöd für uns aus. Das sieht man ganz oben. Ne? Unsere Fabrik wird angegriffen und sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Kann also sein, dass die gleich vom Gegner übernommen wird. Unserer Garnison geht es auch nicht gut. So. Aber ich bin gleich wieder so weit, dass ich meine Bomben schmeißen kann. Ich muss nur auf den Jäger hier aufpassen. So, dann drehen wir uns mal rein. Receiving reports about rapidly deteriorating weather conditions.
the fort will be unable to reach you. Scheiße. Do you read me? Over. Das hatte ich wieder. Ja, okay. Also, wir haben unsere Fabrik verloren. Sieht schlecht aus. Ja. Wenn ich hier wieder einsteige, da ist natürlich der Jäger immer noch da. Und halt hier ist auch der Jäger, also... Daher, okay, wir haben den Flugplatz wieder zurückerobert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. That's it. There's no way to break through for you now. You're on your own. Was mach ich denn da? Gleich wieder mit Highspeed. Natürlich ein bisschen schwieriger. Aber you've done what you could. Ja, das war's. Go back to base. Gut, war also leider auch nix. Und ja, ich selber also auch nicht besonders erfolgreich. Muss man so sagen, kann man so sagen. Aber soll auch nicht weiter stören. Ja? Und ja, ich denke mal, damit war's das für heute erstmal mit World of Warplanes. ich bedanke mich beim Zuschauen und ja, folgt mir auf Twitter unter Dutchman64. Da kündige ich dann auch an, wann und was ich wieder streame. Oder ihr folgt mir hier natürlich auf Twitch. Ja, dann kriegt ihr das auch mit und dann schauen wir mal, wie das läuft, wie das weiterläuft. Und bis dahin bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.